Herzlich willkommen zu diesem Video. Mindmaps sollen uns helfen, Wissen übersichtlich darzustellen, damit wir es besser lernen können, besser behalten können. Und das möchte ich dir jetzt in diesem Video zeigen. Ich habe hier bereits eine Mindmap vorbereitet und das Thema dieser Mindmap ist die Geschichte der Hauskatze. Ich habe hier einige Begriffe schon eingefügt. Jetzt geht es darum, die Begriffe, die ich bereits eingefügt habe, die Gedanken, die ich mir bereits dazu gemacht habe, übersichtlicher darzustellen. Ich habe hier bereits Oberbegriffe eingefügt. Hier ist das Hauptthema, Oberbegriffe und Begriffe, die mit diesem Hauptthema zusammenhängen. Ich möchte hier die Geschichte beschreiben. Und da sehe ich schon, dass sie in keiner schönen Reihenfolge dargestellt werden. Denn Mindmaps werden in der Regel im Uhrzeigersinn gelesen. Und da sieht man schon, dass hier zum Beispiel die Abstammung hier links unten steht und das eigentliche Lesen der Mindmap im Uhrzeigersinn hier rechts oben passiert. Also hier müsste ich etwas machen. Und dann sehe ich hier, dass die Abstammung hier angeführt ist und Wildkatzen hier noch gesondert steht. Als erstes werde ich also mal schauen, ob wirklich alle Oberbegriffe mit den entsprechenden Unterbegriffen versorgt sind. Zuordnen kann ich das hier in dieser Mindmap bei Novamind, indem ich hier einen Unterbegriff auswähle, hier auf dieses Symbol hier klicke, es gedrückt lasse. Dann hier an den Rand schiebe, das loslasse und habe dann hier Abstammung von Wildkatzen. Als nächstes schaue ich dann, dass ich hier diesen Uhrzeigersinn erreiche. Ich kann hier einmal draufklicken zum Beispiel und kann das Ganze hier verschieben. In dem Fall verschiebe ich es nach links oben, weil das ist der letzte Oberbegriff ist, was die Reihenfolge betrifft, den ich einfügen möchte. Als nächstes kümmere ich mich dann um die Abstammung. Ich wähle da diesen Begriff hier aus, füge ihn hier ein. Arbeite mich dann weiter fort, suche mir die richtige Reihenfolge, also hier die Frühzeit wäre dann ein Begriff, der nach der Abstammung reinkommen würde. Dann hier das Mittelalter nehme ich mir und verschiebe es da drüben hin. Dann überlege ich mir den nächsten Begriff, Antike. Mit einem Doppelklick kann ich hier etwas bearbeiten. Das wollte ich jetzt hier auch nicht, ich gehe jetzt einmal aus. Hier wieder dieses Symbol mit den vier Pfeilen in alle Richtungen. Immer das antike Griechenland. Und habe jetzt zumindest schon die korrekte Reihenfolge erreicht. Was ich jetzt mache, jetzt habe ich aus Versehen den Begriff eingefügt, ist bei Novamind aber kein Problem, ich gehe auf Undo. Und was die Übersichtlichkeit dann ebenfalls noch fördert, ist dann, wenn ich hier Nummerierungen einfüge. Wenn ich jetzt auf Abstammung gehe, wähle mir den Begriff aus, wähle hier dann zum Beispiel Edit, ich kann das auch mit einem Doppelklick machen, dann kann ich den bereits eingetragenen Text dann verändern. Und jetzt füge ich hier erstens ein, bei Frühzeit füge ich dementsprechend dann zweitens ein. Bei Ägypten füge ich drittens ein, antikes Griechenland dann viertens, antikes Rom fünftens. Und so bringe ich den Inhalt meiner Mindmap in eine gute Reihenfolge. Dann habe ich hier das Mittelalter. Wenn es dir schwerfallen sollte, eine richtige Reihenfolge festzustellen, dann von mir der Tipp. Stell dir vor, du müsstest ein Referat halten, einen Vortrag halten zu einem bestimmten Thema, nämlich genau jenem Thema, das deine Mindmap umfasst. Und dann stell dir vor, in welcher Reihenfolge würdest du dann diese Inhalte deinen Zuhörerinnen und Zuhörern dann vermitteln? Wie würdest du es einem guten Freund deinen Inhalt zum Beispiel vermitteln? Und dann bekommst du schon zu dieser Reihenfolge. Also wenn ich hier die Geschichte der Hauskatze bespreche, würde ich von der Abstammung anfangen, über die Frühzeit und dann letztlich in der heutigen Zeit dann landen. Das nächste ist, dass ich hier optisch nachbessern möchte. Es sollte schöne Unterscheidungen in der Mindmap vorkommen. Man sollte mit Farben zum Beispiel arbeiten. Und dazu wähle ich mir hier einen Oberbegriff aus und drücke dann die rechte Maustaste oder wische von oben oder unten und wähle hier dann den Style Highlight. Man sieht schon, dass sich hier der Oberbegriff verändert. Ich gehe jetzt hier wieder zur Frühzeit, mache dann das Gleiche, wähle das hier aus. Ich kann auch hier
zum Beispiel das da hier oben machen, indem ich wieder Style suche, dann kann man hier dann diese das Highlight, die Highlight-Funktion von Overmind mir dann macht das jetzt mit dem antiken Rom, mit dem Mittelalter und mit der heutigen Zeit. Man sieht schon, ich habe jetzt hier in der Mitte den Hauptbegriff, habe jetzt hier dann die einzelnen Oberbegriffe. Als letztes könnte ich dann hier zum Beispiel noch beginnen, mir dann einen Begriff aussuchen und ihn dann etwas näher vielleicht dann heranziehen an den Hauptbegriff, an den Zentralbegriff. Und zum Schluss kann ich mich dann noch darum kümmern, hier rechte Maustaste oder Wischen von oben und unten, dass ich mir wieder einen, ein Thema suche, also ein Theme genau gesagt. Und damit kann ich dann das Aussehen der Mindmap dann so gestalten, wie es mir gefällt. Je nach Vorstellung. Das war der erste Bereich schon. Und dann hier. Ich nehme jetzt hier das Theme Countryside und habe dann eine hoffentlich übersichtliche Mindmap zu diesem Thema, welches ich darstellen möchte, in dem Fall Geschichte der Hauskatzen, dann erstellen können. Also nochmal zum Schluss der Tipp: Versuche deine Mindmap übersichtlich zu gestalten, arbeite mit verschiedenen Themen, Themes mit verschiedenen Farben, versuche deine Mindmap in einer entsprechenden Uhrzeigersinn zu gestalten, versuche dann deine Obergriffe optisch hervorzuheben und du bekommst eine gut leserliche, eine also sehr nützliche Mindmap. Vielen Dank fürs Zuhören.